Ja, herzlich willkommen in meinem Informationskanal zur vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflicher vedischer Astrologe. Ja, in diesem 10-minütigen Einführungsvideo wird es also darum gehen, wie Sie von diesen Transit-Videos, also diesen Videos, wo über den monatlichen Transit, die monatlichen Himmelskonstellationen des jeweiligen Aszendenten gesprochen wird, wie Sie davon profitieren können und wie das eben von der Vorgehensweise abläuft. Dabei möchte ich gleich zu Beginn auf einen ganz wichtigen Punkt eben hinweisen, denn in der vedischen Astrologie ist es so, dass der Aszendent viel wichtiger ist als wie das sogenannte Sonnenzeichen, das man ja in der hiesigen oder westlichen Astrologie primär zugrunde legt. Nun kann es sein natürlich, dass Sie vielleicht Ihren Aszendenten nicht kennen, denn der ist natürlich Voraussetzung dafür, dass Sie sich das jeweilige Video aussuchen können, ob für Sie jetzt das Monatsvideo Aszendent Widder oder Aszendent Waage oder wie auch immer passt. Falls Sie also wissen möchten, was Ihr Aszendent ist im vedischen Horoskop, dann klicken Sie einfach unterhalb dieses Videos auf den Link. Sie werden auf ein Formular weitergeleitet, wo Sie mir Ihre Daten, Ihr Geburtsdatum etc., also Geburtsangaben, mitteilen können. Sie erhalten dann von mir kostenlos und unverbindlich natürlich eine E-Mail, eine Rückmeldung, was Ihr Aszendent ist. Und daraufhin können Sie dann natürlich das passende Monatsvideo zu September oder Oktober, je nachdem, was für Monat halt dran ist, für Ihren Aszendenten abgeleitet aus Ihrem Horoskop ansehen. Zusätzlich gleich auch an der Stelle erhalten Sie noch eine weitere Information, die Sie auch gerne bekommen, an der Stelle auch kostenlos mitgeteilt, denn es gibt in der vedischen Astrologie etwas ganz Besonderes, und zwar gibt es da die sogenannten Phasenherrscher. Das bedeutet, in der vedischen Astrologie werden die maximalen 120 Jahre Lebenserwartung des Menschen aufgeteilt auf die 9 maßgebenden Planeten, Mars, Saturn, Venus und so weiter. Jeder dieser Planeten herrscht für eine Zeit, die unterschiedlich lang ist, also zwischen 6 Jahre und maximal 20 Jahre. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob Sie jetzt beispielsweise in der Phase der Venus sind, oder ob Sie in der Phase von Mars sind, das hat alles Bedeutungen. Und vor allem ist es besonders interessant zu wissen, wo steht der Hauptphasenherrscher aktuell in Ihrem Transithoroskop. Auch diese Information erhalten Sie von mir kostenlos und unverbindlich, wenn Sie sich unten auf den Link eben klicken. Dann werden Sie weitergeleitet auf ein Kontaktformular, wo Sie Ihre Angaben machen können. Und dann erhalten Sie auch diese Informationen von mir kostenlos. Natürlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nur für diesen Zweck von mir verwendet. Aber das ist schon mal eine sehr interessante Sache zu sehen, was eben denn der Hauptphasenherrscher auch aktuell in Ihrem Transithoroskop für einen Lebensbereich bearbeiten möchte. Erstens mal, welcher Planet ist das? Und zweitens, in welchem Haus, sprich welchem Lebensbereich bewegt er sich denn? Ja, also diese beiden Angebote kostenlos, denn das ist auch eine große Besonderheit der vedischen Astrologie, mit dem Aszendenten zu arbeiten, nicht mit dem Sonnenzeichen. Denn er ist einfach wichtiger in der vedischen Astrologie. Ja,
Denn das Sonnenzeichen, ja, das gilt ja für einen ganzen Monat, während der Aszendent alle 2 Stunden am Tag wechselt. Und dadurch haben wir eine Möglichkeit, sie eben wesentlich genauer mit dem, was jetzt aktuell in ihrem Monat los ist, welche Ereignisse und Themen angeschaut werden wollen oder eine Rolle spielen können, ihnen da Informationen zu liefern. Ja, also das waren jetzt schon mal die Idee von dieser Vorgehensweise her. Was ich an der Stelle eben noch erwähnen möchte, ja, wie hängt denn das jetzt zusammen, was aktuell am Himmel geschieht, mit Ihrem Geburtshoroskop? Ja, es ist also so, dass natürlich die aktuellen Stände der Planeten am Himmel in einer Wechselwirkung sind mit den Ständen, wie die Planeten ihre Position zur Geburtszeit haben. Und diese Wechselwirkungen kann man natürlich auch noch durch weitere Techniken und Methoden deuten. Ich werde also in der Analyse der Monatsvideos, hier werde ich sogenannte positionsbezogene Analysen machen. Wenn ich also über den Aszendenten Widder spreche oder Waage oder Skorpion oder Schütze, je nachdem was halt auf Sie zutrifft, dann weiß man ja, aha, aktuell läuft zum Beispiel Saturn im Zeichen Skorpion. Mal angenommen, Sie sind Aszendent Skorpion, das ist ja das erste Haus, dann wissen wir, dass sich Saturn bei Ihnen im ersten Haus befindet mit gewissen Auswirkungen, und auf die werde ich dann eben eingehen und dazu was sagen. Also, es wird darum gehen, welche Planeten durchlaufen gerade Ihr erstes Haus in Ihrem Geburtshoroskop. Denn das erste Haus steht für Ihren Lebensweg und andere Dinge, und dadurch kann man gewisse Ableitungen treffen. Zweitens werde ich auch darüber sprechen, inwieweit aktuell bezogen auf Ihren Aszendent Planeten durch ein für diesen Planeten wichtiges Haus laufen. Also als Beispiel, die Venus steht für das Thema Partnerschaft. Läuft sie in ihrem Horoskop durch das 7. Haus aktuell, das ja auch für die Partnerschaft steht, dann können wir auch dadurch gewisse Ableitungen vornehmen, die in dem Monat für sie eine Rolle spielen werden in diesem Lebensbereich. Also auch dadurch, darauf werde ich zu sprechen kommen. Dann, was auch noch von Interesse ist, ist immer, dass wenn Planeten sich im 12. Haus befinden, da wird was abgeschlossen, und auch das hat gewisse Bedeutungen in Abhängigkeit davon, welcher Planet sich darin befindet. Und auch darüber werde ich dann sprechen in Abhängigkeit von Ihrem Aszendenten. Ja, ich denke, das sind wirklich gute Inspirationen, womit man in den neuen Monat gehen kann, dass man einfach schon mal hört, was tut sich da, welche Energien sind denn von der Transitseite her am Wirken. Natürlich, eine sehr, sehr interessante Information ist sicherlich das, was der Hauptphasenherrscher, wie man eben berechnen muss, wo dieser in Ihrem Horoskop steht, das kann ich nicht durch allgemeine Videos machen, denn das ist eine individuelle Berechnung. Die ist aber auch, wie erwähnt, kostenlos bekommen, sofern Sie unten auf den Link klicken und auf das Kontaktformular gehen und mir Ihre Geburtsangaben mitteilen. Ja, das, denke ich, waren jetzt erstmal einführende Worte zu diesen Monatsvideos, die immer von Ende des Monats, also kommen für den Folgemonat, für alle 12 Aszendenten, also von Widder bis zu den Fischen, werden also alle 12 Aszendenten darin behandelt. Ja, das wäre es dann also schon mal gewesen mit den Einführungsinformationen zu den Transitvideos der vedischen Astrologie.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen oder Wiederhören.